Guten Morgen zusammen. Heute ist Baby Yoda am Start. Wenn ihr sehen wollt, wie dieser Look entstanden ist, geht doch einfach in mein heutiges Live. Das speichere ich nämlich jeden Tag auf meinem Kanal ab. Und dann kann man mal live sehen, wie sowas entsteht. Außer die Lippen, die habe ich gerade noch mal hinzugefügt, um den Look komplett zu machen. Aber heute soll es ja nicht um den Look gehen, sondern um die Looks der letzten Woche. Ja. Übrigens, Samstag und Sonntag habe ich vergessen, Fotos zu machen. Tut mir leid, sorry, aber ist leider so. Dafür starten wir am Montag mit der Serenity Palette von Cosmic Brushes. Die mega gehypte Palette vom letzten Jahr. Ich habe hier den in der Crease benutzt, sowie, ich glaube, diesen Petrolgrün im äußeren Winkel. Im äußeren Winkel habe ich den auch mit dem Grün getoppt und über das ganze bewegliche Lid habe ich den goldenen Ton benutzt. Looks werden da eingeblendet. Ich hoffe, das hat auch gerade funktioniert. Am Dienstag habe ich die She Glam Desert Dust Palette benutzt. Oder nee, Desert heißt die nur. Desert Palette, Entschuldigung. Die heißt nur Desert Palette. Da im Außenwinkel den, in der Crease den und über das gesamte Lid, meine ich, hätte ich den benutzt. Die Glitterflitter-Dinger sind die Multichromes aus dem neuen Essence Update. Aufpassen, die nehmen den Lidschatten wieder runter, also am besten da benutzen, wo ihr wenig Lidschatten oder gar keinen Lidschatten habt. Und sie werden warm beim Trocknen. Nur mal so gesagt. Am Montag, Dienstag, Mittwoch bin ich wieder ein wenig in die She Glam Desert Dust Palette gegangen, habe mir den am Außenwinkel gesetzt. Die Serenity Palette habe ich für den orangenen Ton verwendet. Und ich weiß leider nicht mehr, was ich über das ganze Lid getragen habe. Auf jeden Fall, ich glaube, die beiden Töne waren das sogar. Den und den. Also das Gelbe. Ja, es ist bescheidenes Wetter, deswegen muss ich ein bisschen mehr Licht machen. Das Gelbe und diesen wunderschönen Orangenen habe ich benutzt, um mein bewegliches Lid auszufüllen. Am Donnerstag bin ich in die Romantic No Man Palette, habe da, ich glaube, einen von den beiden in der Crease, sowie den am äußeren Winkel und bin mit einem helleren Grün noch über mein ganzes bewegliches Lid gegangen und habe da mein Experiment gestartet und bin mit diesem, ja, der wirkt bei euch grün, der hat aber eine lilafarbene Base. Da bin ich drüber gegangen, wollte einfach mal schauen, ob man die Base sieht oder ob man das Grüne sieht. Und ich konnte feststellen, man sieht fast nur das Grüne. Also, topper. Die Müsli Nova Palette von Glam Shop war das übrigens. Und am Freitag, da hatte mein Papa nämlich Geburtstag und ich wollte ganz schnell sein. Wie immer ganz schnell. Es hat immerhin nur eine halbe Stunde im Live gedauert. Habe ich die Cinnamon Swirl Palette von Too Faced benutzt. Und bin dann, ich glaube, in den Ton. Ich glaube den Semi-Polen oder Lick the Spoon. Sowie in den Bat Me Up im Außenwinkel. Irgendwann kriege ich es nochmal geschissen, das auch richtig zu sagen. Sowie von der Müsli Nova Palette den Ton. Der wirkt für euch eher pink, aber auf dem Auge wirkte er recht grünlich Gold. So wie es halt geschimmert hat und wie die Sonne schien. Ja, dadurch, dass ich die letzten beiden Looks nicht geschminkt habe, gibt es von mir auch dieses Mal nur 5 Looks. Ich hoffe, fürs nächste Mal wären es wieder meine 7 Looks. Wenn euch ein Live interessiert, dann schaut jeden Morgen, beziehungsweise fast jeden Morgen um 9 Uhr bei mir vorbei. Dort schminke ich meinen aktuellen Look, so wie diesen hier. Es würde mich recht freuen, wenn ihr subscribt und dann einen Kommentar darunter verfasst. Ich habe subscribed oder ich habe euch dich abonniert. Das würde mich richtig freuen und mir helfen, meine Community zu erweitern. Heute ist einer dieser Tage, wo mir das Sprechen so schwer fällt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, vielleicht im Live, vielleicht aber auch bei meinem nächsten Video. Tschüss und schönen Tag noch, schönen Abend noch oder wann immer ihr auch dieses Video schaut.